Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starfield. Ja, wir sind immer noch hier und müssen uns die wunderbaren und wunderschönen und total ausgefallenen Ideen von den Leuten anhören. Hey du? Brauchen wir wirklich noch mehr Köche für den Brei? Ja. Aber angeblich hat Walter dich ja beauftragt, eine finale Entscheidung zu treffen. Ja. Dann bin ich gerade zu Dienst. Das klingt, als hättest du ein Problem mit mir. Nein, ganz im Gegenteil. Mir ist egal, wer die Entscheidungen trifft, solange sie auch passieren. Und bei dem Entwurf bereue ich immerhin nicht, dass ich Techniker geworden bin. Apropos, ich glaube, mein Plan dürfte uns so schnell und effizient wie möglich ans Ziel bringen. Mhm. Er ist simpel, ohne Schnickschnack. Und vor allem wird er mir aus technischer Sicht kein Kopfzerbrechen bereiten. Das verstehe ich nur zu gut. Ich komme auch aus der Technik. Das klingt nach einem klaren Win für dein Team. Wow, du haust mich glatt vom Hocker mit deinen lahmen Präsentationen. Wow. Okay, aber kannst du mir erstmal erzählen, welchen Job du hier hast? Das klingt, als wäre eine harte Nummer für den Techniker. Warum? Nein, mach es mal. Was machst du hier? Das ganze technische Gerede hätte mich verraten. Ich bin Techniker. Das heißt, ich setze am Ende alle Pläne zusammen und sorge dafür, dass das verdammte Schiff auch fliegt. Mache ich schon seit 25 Jahren. Das hat bisher trotzdem noch niemand realisiert, dass ohne mich hier alles vor die Hunde gehen würde. Und anstatt mich meine Arbeit machen zu lassen, geben sie mir schicke neue Titel und verstricken mich in endlosen Meetings wie dieses. Das klingt, als wäre es eine harte Nummer. Warum? Alle kreativen Köpfe hier versuchen, die innovativsten und schicksten Schiffe überhaupt zu entwickeln. Denen kommt gar nicht in den Sinn, mal darüber nachzudenken, wie viel Zeit sowas kostet. Ja, wir sind Techniker. Wir müssen hier das Unmögliche möglich machen, aber das heißt nicht, dass es einfach oder praktisch ist. Außerdem sind wir immer zu wenig Leute. Okay. Ich kann den nur beleidigen oder ich kann sagen, jo, es geht gut. Ist ja klar, denn du kennst dich aus und weißt ganz genau, dass mein Design für so ein Projekt am vernünftigsten ist. Ich habe mir überlegt, es gibt schon jede Menge Jäger. Ist sinnlos, noch so ein Ding auf den Markt zu werfen. Und wir haben schon die besten Luxusschiffe der Branche. Ich denke mir, das Transportgeschäft boomt. Und bisher hat noch niemand ein Privatschiff gebaut, das auf die Arbeiterklasse zugeschnitten ist. Nichts Schickes, kein Schicki. Nur ein simples, robustes, günstiges Schiff mit haufenweise Ladekapazitäten, das sich auch von einem Dreijährigen bedienen lässt. Das hört sich mal nicht schlecht an. Finde ich klasse, mit dem Entwurf bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Vielleicht kannst du deine Präsentation noch ein bisschen spannender machen. Alles klar, dann habe ich die Idee auch gehört. Danke, tschüss. Klingt recht simpel. Hast du noch einen anderen Gedanken zum Design? Ich finde das gar nicht so. Also, es gibt drei Designs, die ich geil finde. Also geil Anführungsstrichen. Das hört sich nicht schlecht an. Das von der Trulla da drüben, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ist schon wieder zu lange her. Aber die hatte ein Familienschiff in Planung, das hört sich nicht schlecht an. Und hier neben uns. Du machst der, einfach mittendrin ein kleines Bäuschen, ja? Ja. Der hatte ja die Idee, ein Forschungsschiff zu machen. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich weiß es noch nicht. Na, vielleicht kannst du die Präsentation ein bisschen spannender machen. Ja, klar. Damit ich nur noch enttäuschter bin, wenn wir uns am Ende für irgendein anderes lächerliches Design entscheiden. Danke. Okay, du bist hier sowas wie der leitende Ingenieur, oder? Was hältst du von Story? Ich vermute, du meinst die Firma und nicht die Person. Auch wenn es nicht so wäre, würde ich dir erzählen, dass Walter und Isa toll sind. Die Firma ist für eine Sternenwerft noch recht jung, aber es scheint in die richtige Richtung zu gehen.
auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Ich habe eine Zeit lang in anderen Sternwerften gearbeitet und bisher vermeiden wir viele der Fehler, die die älteren Firmen machen. Ja, das stimmt. Arbeitest du nicht gerne in der Forschung und Entwicklung? Nein, eigentlich nicht. Mir okay. fehlt wahrscheinlich das Ego dafür. Ich muss nichts beweisen. Mir ist egal, ob ich der Branche meinen Stempel aufdrücke. Ich will einfach nur die allerbesten Raumschiffe bauen und nicht in den ganzen Einzelheiten versinken. Aber die obere Führungsebene mag meine Arbeit und hat ein Nein nicht akzeptiert. Sie brauchten wohl jemanden, der dafür sorgt, dass die anderen nicht total abheben. Okay. Du bist also der Leitende Ingenieur. Ja, ganz genau. Ich bin seit der Firmengründung hier. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Ingenieurwesen. Obwohl ich jedem immer sage, dass ich Oberingenieur bin. Ich will nichts leiten. Zu viel Verwaltung. Zu wenig Arbeit mit den Händen. Das stimmt. Und trotzdem bin ich im Team für Forschung und Entwicklung. Tja, manchmal ist das Leben halt okay. unfair. Bis dann. Also unfair in Anführungsstrichen, ne? Also, aber ja, ich kenne das. Wir sind, okay. Naja, ich denke, wir machen jetzt Fortschritte. Wenn du möchtest, kann ich dir jetzt das Feedback zu deinen Entwürfen geben. Oh ja, ich habe tatsächlich einen Entwurf. Ich habe zwar nicht erwartet, dass du mir Feedback gibst, aber warum nicht? Ich würde gerne weiter auf den Sternjägermarkt expandieren. Besonders bei den harten Freestars gibt's mittlerweile echt jede Menge Kopfgeldjäger und Söldner. Ja, da gibt's aber auch schon genug Leute, die das machen, ne? Du solltest vielleicht noch in der Präsentation arbeiten. Mich hast du noch nicht überzeugt. Nee, das solltest du dir gleich aus dem Kopf schlagen. Die Idee ist wirklich nicht mies. Und wie würden wir so einen Sternjäger designen? Ist die Nachfrage für einen Sternjäger denn so groß? Freut mich, dass du fragst. Nein? Und ja? Es gibt jede Menge Arbeit, für die man ein gutes Kampfschiff braucht. Aber das meiste Geld wird mit UC-Militärverträgen gemacht. Wisst ihr? Es besteht die Chance, dass die UC uns beauftragen, das Schiff für sie weiterzuentwickeln. Okay, die Chance besteht, aber das hat ja nichts zu heißen, ne? Okay, und wie würdest du deinen Sternjäger designen? Wir würden ihm gute Waffen und solide Defensive geben. Außerdem sollte er schnell und wendig sein. Die meisten Sternjäger sind eher klein, aber die ganzen raffinierten Module treiben die Kosten in die Höhe. Hm. Das klingt ja nicht schlecht, aber... Das heißt, jo, geil. Das heißt so, hm, geht so. Und das heißt so, nur ist scheiße. Es geht so, also die Idee ist ja nicht schlecht, ne? Wenn du dann. Aber es geht so. Du könntest recht haben. Ich muss meine Idee wohl anders präsentieren. Ich denke nochmal darüber nach. Danke. Kein Ding. Okay. Gibt viel zu tun, aber wir schaffen das schon. Keine so. Sorge. So ist es ja, ja. Alles gut. Okay, das dann nur. Das hier ist unglaublich. Das freut mich. Dann wollen wir mal welche Mission sollen wir da eigentlich annehmen? Passagier- und Kopfgeldmissionen. Also alle drei am besten, oder? Das ist Transport und das ist auch Transport. Wissenschaftler oder Arbeiter. Komm, wir nehmen das hier. Annehmen. Hallo? Ich. Oh, was ist denn das? Also. So, Querfestlegen. Und Sprung. Wir sind hier fertig. Viel
Das freut mich. Jawohl. So, wir sind noch da. Ach, da soll man eigentlich hin. Das ist doch schon wieder affig. Das ist nicht so komische Luxusliner. Sternwerft. Hey. Ja, da wollte ich doch. Hä? Manchmal stängert das Spiel ganz schön, du. Das muss ich schon sagen. Ich muss schon sagen, was ist denn das für ein Grafikfleck? Das ist die Sternwerft. Okay, gut, Entschuldigung. Brightened. Du hast keinen Termin, aber wir begrüßen auch Spontankundschaft. Dock an und lass dich von Trident Luxury Lines überzeugen. Natürlich. Luxury Lines. Nein. Einsteigen. So, dann machen wir noch eine Kopfgeldjagd und dann ist gut. Erstmal. Willkommen bei Trident Luxury Lines. Trident. Reise mit allen Annehmlichkeiten deines Zuhauses zu den Sternen. Bist du hier überhaupt richtig? Nur ein einziges Ziel, dich zu verwöhnen. Hallo. Zu verarschen. Willkommen bei Trident Luxury Lines, hallo, den Erbauern der besten und luxuriösesten Schiffe in der Galaxie. Falls du Fragen zu unserer Produktpalette hast oder eine Kreuzfahrt buchen möchtest, werde ich dir nach Kräften helfen. Danke. Also, was kann ich für dich tun? Zeig mir deine Schiffe. Wirklich so gut wie, ne? Könnt ihr Kreuzfahrt durchsuchen? Kennst du das Schiff oder Teile? Hier verkaufen wir keine Schiffe. Na? Oder Teile. Außerdem hättest du gar keine Verwendung für Teile oder Modifikationen. Ein Trident-Schiff ist so, wie es ist, schon perfekt. Okay. Danke. War mir ein Vergnügen. Das ist so, wie es ist, schon perfekt. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Naja. Hey. Moin. Dieses Schiff wird deinen Besuch nie... nie vergessen, das ist richtig. Hier ist nichts los. Okay. So, dann müssen wir erstmal... Da haben wir zurück. Und Sprung. Mats vergessen. Achso, Kraftsprung ist ja nicht. Ja, Entschuldigung. Oh Mann, sag nicht, du bist zum Plaudern hier. Was willst denn du jetzt von mir? Bin doch überhaupt nicht bei dir. Hä? Was sagst du? Lauf damit. Wieder ein erfolgreicher Sprung.
Aber ey. Ist kein Weg zu weit, Captain. Natürlich nicht. Du suchst das Modernste in Sachen Schiffsdesign? Dann bist du hier richtig. Willkommen bei Stroud Eklund. Stroud Eklund. Jawohl. Ich hätte gerne Stroud Eklund. Hallo? Einen ekligen Stroud hätte ich gerne. Oder einen eklautigen? Und zum 12.000. Mal die gleiche Animation. Schon ein bisschen nervig manchmal, aber egal. Bin wieder da. Wer noch? Welches Modell nehme ich nur? Das neben dir. Das Schöne. Das Gute. Ja. Aktivieren. Speichern. Und los geht's. Halt. Nochmal anders. Zerstörer, die Grimmschen flieht. Jawohl, das machen wir. Da springen wir hin. And let's go. Die schießen wir vorn durch. Den Spasten. Halt, warte mal. 1, 2, 3. So, Schild ist noch hoch. So, wo sind sie denn, die Vögels? Warum schickt ihr mich denn nicht da gleich dahin? Das glauben wir uns, das glauben wir uns. Entschuldigung. Ich brauche Schiffe. Ich bin Jäger und Sammler. Entsteigen. Entschuldigung. Außerdem wollt ihr das ja auch sehen. Ich weiß, dass ihr das auch wollt. Sie kriegen unser Schiff nicht! Eier, ist ich Jan. Hallo? Ist ja mal jemand daheim? Wir fragen mal für einen Freund. Oh, warte. Noch lustig ist, wenn ich's mit der mache. Bild dabei? Warum nicht? Keiner da. Hallo? Sei ich mal daheim? Keiner da. Schade. Ups. Ja, ich hatte so Angst davor, dass ich mich verpisst habe wieder.
Hey. Muss doch irgendwo zum gehen. Ah, hier. Nee. Hä? Komm ich doch her, oder? Ja, hier bin ich doch runtergefallen. Schönes drin. So. Da würde ich sagen, setzen wir uns mal 19 neuer. Bitte was? Bitte was? Das ist nicht der fucking Ernst. Das geht mir wieder auf den Sack, ey. Das ist doch nicht dein fucking Ernst, ey. Oh, geht mir das auf den Sack. Wir müssen unbedingt unseren Fliegeskill verbessern, damit hier die schönen Schiffe mitnehmen kann. Das ist das zweite oder das dritte Schiff, was ich nicht nehmen kann, weil ich mein Flugskill nicht ausreichend gegeben hab. So eine Scheiße, Mann. Dann müssen wir es halt kaputt machen. Das müssen wir noch rausfinden. Nur, wo ist hier raus? Hier hoch, glaube ich. Nee. Ja, ich darf nicht fliegen. Gehen wir erstmal hier runter. Nee. Ich verlaufen. So, okay, danach geht's nach. Ah, hier geht's hoch. Genau, hier war's. Scheiße, Mann, ey. Ist doch schon wieder nervig. So ein schönes Schiff. Wir dürfen das nicht nehmen. Guck mal, wie schön das aussieht. Manu. Scheiße. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Für unseren verbesserten Flugskill? Raumschifftechnik. Raumschiffdesign. Schildsystem. Fliegen. Brauchen noch 3 Schiffe. 3 schöne Schiffe brauchen wir noch. Ach, leck mich doch im Arsch, Junge. So eine Scheiße. Egal. Gut, dann würde ich sagen, fliegen wir am nächsten Folge, in der nächsten Folge. Jetzt
du aufhören, rumzufliegen. Stopp doch mal. Dankeschön. In der nächsten Folge wieder zurück. Und gucken mal, was da auf uns wartet. Ich bedanke mich vor allem bei euch für das Zuschauen und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin euch eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Gonrock. Bye, bye. Das war komisch. Das machen wir nicht nochmal so. Nee.